Er ist Arzt in Halle, er hat hier jahrelang gearbeitet, er hat hier studiert, er war sogar der Chefarzt der Charité hier in Halle. Und ich freue mich, dass er heute für uns redet und hat einiges an euch zu richten. Applaus für Hans-Joachim Marx. Vielen Dank. Als Hallenser freue ich mich und begrüße die Naumburger und die Leipziger. Und ich möchte uns alle würdigen als mutige, engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für Demokratie, für Freiheit und für die Grundrechte einsetzen und deshalb hier sind, selbst in dieser Hitze. In Halle ist es möglich geworden, dass die verschiedenen Gruppierungen zusammenfinden und heute zum ersten Mal auch eine gemeinsame Veranstaltung hier zustande bringen. Halle, die Bewegung Halle und der stille Protest sollen sich ausweiten zu einem Mitteldeutschland bewegt sich. Also es wäre schön. Ich bin überzeugt, dass im Moment öffentlicher Druck das Wichtigste ist, was wir brauchen, um noch etwas zu retten, wirklich zu bewegen, in dem Sinne, was wir für Demokratie und Freiheit brauchen, dass das geschieht. Wir brauchen öffentlichen Druck und deshalb stehe ich auch hier, um mich zu bekennen und meine Gedanken zu überbringen. Ich halte es für notwendig, dass aufgeklärt wird, ob die Corona-Maßnahmen berechtigt waren und sind, ob sie verhältnismäßig sind, ob sie überhaupt sinnhaft sind und welche Folgen diese Corona-Maßnahmen haben. Und deshalb engagiere ich mich auch an dem Corona-Untersuchungsausschuss der Viviane Fischer. Ich bin besorgt und überzeugt, dass unsere bisherige Demokratie und der Rechtsstaat gefährdet sind. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass politische Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona unverhältnismäßig bis falsch gewesen sind oder wahrscheinlich sein können. Das wird der Untersuchungsausschuss versuchen herauszufinden. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die politischen Entscheider weder bereit noch in der Lage sind, Fehler einzuräumen. Ich bin Psychiater und Psychotherapeut und es fällt mir schwer, davon auszugehen, dass ein Großteil unserer politischen Elite so schwer gestört ist, narzisstisch, dass sie nicht in der Lage sind, Fehler einzuräumen. Ich bin ebenso entsetzt, und das sage ich jetzt als ehemaliger DDR-Bürger, dass der Journalismus, die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten und die großen Leitmedien nicht in der Lage sind, einen investigativen Journalismus zu betreiben, sondern dass sie falsch und einseitig berichten. Wenn ich nur ein Beispiel der letzten Tage, wenn wir hören, es gibt ein Corona bei Tönnies, ja, da wird nicht gesagt, dass es sich um Testergebnisse handelt. Es wird so getan, als seien das alles Erkrankungen. Es sind bestenfalls Infizierte und wir wissen noch nicht mal, wie diese Infektionen zustande gekommen sind. Deshalb ist zu fordern, dass die Journalisten da einen doch objektiveren Blick eröffnen. Ich bin ebenso entsetzt, dass es keine wirksame parlamentarische Opposition gibt.
die sozusagen das Regierungshandeln kritisch in Blick nimmt. Am schlimmsten halte ich, dass kritische Stimmen und andere wissenschaftliche Untersuchungen und Belege grundsätzlich abgelehnt bis diffamiert werden. Das ist für mich das Ende eines demokratischen Diskurses. Ich sage jetzt etwas zu mir und zu uns allen. Ich habe mal am Ende der DDR einen Satz geprägt, der bemüht ist, das Verhältnis von Macht und Volk auf eine Formel zu bringen. Und dieser Satz lautet: Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Ich sage diesen Satz auch heute wieder, damit wir uns nicht allein beruhigen können und aufhalten können, Schuld auf Obrigkeit zu projizieren, sondern dass wir uns selber alle im Blick haben, was tolerieren wir, was machen wir mit, wo schweigen wir, wo entziehen wir uns der kritischen Stimme. Also eine Regierung kann nur so lange wirklich Macht ausüben, wie wir es auch tolerieren und mitmachen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang mit dem Problem des Mitläufertums kritisch befasst. Und ich habe einen Begriff dafür auch gefunden, den der Normopathie. Das heißt, dass das Gestörte, das Pathische, für normal gehalten wird, nur weil es die Mehrheit so empfindet und danach handelt, sodass das Falsche, das höchst pathologische, nicht mehr als solches wahrgenommen wird. Wir haben in Deutschland schon mehrere Normopathien. Wir kennen die nationalsozialistische Normopathie, wir kennen die sozialistische oder kommunistische Normopathie und ich kannte jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen eine narzisstische Normopathie in unserer Gesellschaft. Aber diese narzisstische Normopathie scheint mir gekippt zu sein in eine Normopathie, da suche ich noch einen Begriff, der aus Gehorsam und Abhängigkeit besteht. Eine Normopathie von abhängig und nur gehorsamen Menschen, die darauf warten, geführt zu werden, autoritäre Führung zu erfahren, damit ihnen wieder gesagt wird, was sie zu tun oder zu lassen haben. Diesen Eindruck habe ich im Moment von unserer aktuellen Situation. Das heißt für mich, dass die bisherige narzisstische Normopathie, die darin besteht, dass es eine Wachstumsideologie gab und gibt mit einem gnadenlosen Herrschafts- und Konkurrenzdenken, umgekippt ist und die frustrierten Wünsche der Menschen nach Fürsorge, nach Abhängigkeit, nach Begrenzung, eben auch nach Führung im Moment dominiert. Und das erklärt mir im Grunde genommen, dass eine große Zahl der Menschen alles hinnimmt, was ihnen heute verordnet wird und dass solche Leute wie unsere Bundeskanzlerin oder Söder in Bayern eine so hohe Anerkennung haben, wenn die Zahlen stimmen, da darf man auch Zweifel haben, aber ist letztlich für mich unverständlich und da frage ich mich, was ist mit diesem unserem Volk geschehen? Denn es ist für mich unerträglich, wie eine mittlerweile absolut irrationale Maskenpflicht und eine soziale Distanz immer noch von vielen Menschen freiwillig eingehalten wird. Das ist für mich unerträglich und ich frage mich, was ist mit diesen Menschen los? Ich habe für meine Worte heute drei Motive. Das erste Motiv ist, ich empfehle allen Menschen, sich umfassend zu informieren und sich aufklären zu lassen. Und dazu reichen die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten und die Leitmedien nicht mehr aus.
Ich habe deshalb mal nur als Beispiel Empfehlungen aufgeschrieben, wo man sich heutzutage informieren kann und sollte. Ich nenne Rubicon, Tichys Einblick, die Achse des Guten, Vera Lengsfeld, Kenneth M., Steinzeit, Reitschuster und das Wochenblatt, vor allen Dingen die Junge Freiheit. Der zweite Punkt, weshalb ich hier bin, weil ich mich gegen Diffamierung wehre. Ich halte es für eine Unverschämtheit, wenn Protestler im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen sofort als Rechtspopulisten, als Antisemiten, als Nazis oder sogar als Verschwörungstheoretiker, als Spinner, Esoteriker, Corona-Idioten bezeichnet werden. Ich will etwas zu der Frage der Verschwörungstheorie sagen. Es fällt ja auf, dass mit solchen Worten stark diffamiert wird, also ist ein ausgesprochener Hass und Hetze, der gegen die Kritiker aufgebracht wird, also dann mit dem Wort, das sind alles nur Verschwörungstheorien. Ich weiß als Psychoanalytiker, der viel mit Gruppen gearbeitet habe, dass es immer Außenseiter gibt, Sündenböcke, die Omegas, wie wir sie nennen. Das heißt, die Omegas sind in einer Gruppe die wichtigsten Menschen, weil man von denen etwas erfahren kann, was die Mehrheit nicht wahrhaben will. Und so geht es mir mit den Verschwörungstheoretikern. Wenn sie etwas von der Wahrheit, von der Realität, die heute vermieden und verleugnet wird, wissen wollen, orientieren sie sich bitte an den Verschwörungstheorien. Und mein drittes Motiv ist mein Widerstand, das sage ich vor allen Dingen auch als Arzt und Psychiater, der Widerstand gegen Angstmacherei. Wir wissen inzwischen, dass Angst und Panikmache politisch gewollt und verordnet worden ist und von den großen Medien unterstützt worden ist. Eine solche Absurdität, dass eine Regierung, die Elite und die Medien, dass die eigene Bevölkerung in Angst und Panik versetzen will, ist für mich sowas Gestörtes, sowas Unerträgliches, dass mir kaum die Worte angeblich am Anfang, da konnte man noch mitgehen, ging es darum, eben, dass sicher unpopuläre Maßnahmen zum Schutze vor einer Infektion, dass damit begründet wurde und dass deshalb eben eine Realangst genommen wurde, um die Menschen einzuschüchtern. Aber wir haben das in den Vorrednern, die ich fantastisch fand, auch schon gehört, dass diese reale Angst längst vorüber ist. Es wird aber weiterhin auf Angst und Panik gesetzt. Das heißt, es ist anzunehmen, dass es noch ganz andere Motive und Ziele gibt, als die nur die Gesundheit der Menschen zu beschützen. Wenn ich vom Widerstand gegen Angstmache spreche, dann meine ich vor allem, dass wir alle gehalten sind, zu differenzieren, was sind reale Ängste, also zum Beispiel, wie ist die Infektionsangst jetzt noch real einzuschätzen und was sind die Ängste in uns, die wir alle haben, die aber, wenn wir von außen bedroht werden, auch mit aktiviert werden, also unter innerseelischen Ängste. Und ich habe aus meiner Arbeit mal nachgeschaut, was sind denn die häufigsten inneren Ängste, die Menschen haben? Es ist vor allen Dingen die Angst, ich bin nicht gut genug. Ich bin zu sehr in der Bedürfnislage, dass ich
gewertschätzt werde, dass ich anerkannt werde, und dafür mache ich alles. Also diese Angst, nicht gut genug zu sein, nicht zu bestehen oder abgewertet, abgelehnt zu werden, ist eine weit verbreitete Angst in uns allen. Und solche Ängste werden dann aktiviert durch diese äußere Bedrohung, sodass viele Menschen glauben, es sei wirklich jetzt das Virus, das ihnen Angst macht, und sind weit weg von der Erkenntnis und der Bewältigung ihrer inneren Ängste. So erkläre ich mir, wie es sein kann, dass Menschen begeistert einen Mundschutz aufsetzen und den gar nicht mehr loswerden, weil sie glauben, sie seien damit vor all ihren inneren Problemen geschützt. Und genauso ist zu befürchten, dass auf dieser Angstschiene es, sobald es einen Impfstoff gibt, Menschen begeistert hinrennen werden, um sich impfen zu lassen, in der Illusion. Damit könnten sie sich mit all ihren Problemen weiterhin retten und schützen. Und genau das ist im Grunde genommen auch politische Absicht, die Menschen von der Bewältigung ihrer Lebenslage und den Fragen, wie man weiterleben könnte, zu orientieren auf eben einen äußeren Feind, gegen den man dann erfolgreich sein könnte. Ich halte es für unerträglich, wenn sich Politiker hinstellen und sagen, die Pandemie ist erst beendet, wenn wir einen Impfstoff haben. Welche Überheblichkeit, welche Arroganz. Also ich schließe mit nochmal der Ermutigung. Leute, informiert euch und informiert euch alternativ. Leute, schaut auf eure Ängste. Achtet darauf, mit diesen Ängsten umgehen zu lernen. Das heißt, zu reflektieren, zu sprechen, mit anderen Leuten darüber zu reden, dass wir nicht mehr so anfällig sind von außen politisch und medial gemachten Angst. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Herr Marz, für die Rede. Ich fand sie großartig.